Das Wort für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wissen von morgen, das ist das Thema, was mich eigentlich als Forschungs- und Netzpolitikerin der Linken am meisten interessiert und umtreibt. Wie schaffen wir es, möglichst allen Menschen dieses Wissen nach ihren Wünschen, nach ihren Bedürfnissen zu formen? Und vor allem, wie schaffen wir es, dass sie sich dieses Wissen aneignen können, und zwar unabhängig von ihrer sozialen Lage? Deswegen wollte ich auch unbedingt vor 3 Jahren, da kann ich mich outen, Mitglied dieser Internet-Enquete werden. Meine Damen und Herren, die Digitalisierung bietet vielfältige Werkzeuge und Wege, Wissen zu erarbeiten und auch zu teilen. Viele Open-Bewegungen rund ums Internet zeigen dies eindrücklich. Die Digitalisierung kann Wissen, Kultur und Lernen geradezu befreien, wenn wir es denn auch wirklich zulassen. Und in diesem Sinne habe ich mich eingesetzt für ein Urheberrecht, das die Verbreitung von Wissen in den Mittelpunkt stellt, ohne allerdings die Masse der Kreativen weiter im Existenzminimum und in Selbstausbeutung zu belassen. Hier zeigte sich jedoch deutlich, dass den Regierungsfraktionen das künstliche Aufrechterhalten von nicht mehr zeitgemäßen Marktstrukturen allemal wichtiger war und sie sich einem modernen Modell von Wissensverbreitung in den Vorschlägen verschlossen haben. Schon das alte Urheberrecht ist ja kaum in der Lage, Urheberinnen und Urhebern ein anständiges Auskommen zu ermöglichen. Warum, frage ich Sie, warum trauen wir uns hier nicht in diesem Haus, eine neue Rechtsordnung gemeinsam zu entwerfen? Eine, die im Kern Nutzungsfreiheit und Vergütung von Kreativen zusammendenkt. Was bitte ist so schwer daran? Danke, liebe Kollegen. Das hätte ich mir von der Enquete gewünscht. Und in diesem Sinne haben wir Linke auch gearbeitet, fanden aber für unsere Vorschläge keine Mehrheiten. Nicht einmal bis dato unerhörte Allianzen konnten an diesen misslichen Mehrheiten etwas ändern. Wir Linke haben nämlich gemeinsam mit dem von der CDU berufenen Sachverständigen Dieter Gorny von der Musikindustrie einen ausführlichen Bericht vorgelegt, wie prekär die Lage der Kreativen in Deutschland ist. Und dieser Bericht hat zumindest belegt, dass die Digitalisierung daran viel weniger Schuld trägt, als mancher Kulturpessimist heute noch behauptet. Auf Handlungsempfehlungen, wie dieser Missstand nun behoben werden könnte, wollten sich CDU und SPD dann, FDP dann doch nicht einlassen. Einmal mehr finden sich unsere Vorschläge dann in Sondervoten der Opposition zum Enquetebericht. Aber nichtsdestotrotz kann der neue Bundestag das ja auch alles aufnehmen. Erfrischend anders war die Situation dann bei den Themen Bildung und Forschung. Das ist hier schon angeklungen. Hier haben wir fraktionsübergreifend gute und progressive Vorschläge gemacht, wie das Parlament Open Access, offene Hochschulen, freie Lehr- und Lernmaterialien, virtuelle Forschungsumgebungen, E-Learning und vieles andere mehr unterstützen könnte. Hier haben wir dann gemeinsam gezeigt, dass eine Enquetekommission sehr sachorientiert nach vorne schauen kann. Ich hoffe deshalb inständig, dass wir als Parlament den aktuellen Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Urheberrecht für Wissenschaft und Forschung noch ordentlich nachbessern. Der bleibt nämlich weit hinter den Forderungen der Enquete zurück, und Sie hätten gerade jetzt aktuell den Beleg dafür liefern können in den künftigen Debatten hier im Haus, dass die Enquete nicht umsonst gearbeitet hat. Meine Damen und Herren, es wäre also zu schön, wenn die guten Vorschläge der Enquetekommission auch Gehör fänden und nicht nur in digitalen oder analogen Papierkörben landen würden. Dann hätte sich der Riesenaufwand, den meine Kollegen hier angesprochen haben, auch wirklich gelohnt. Dankeschön.